So, beginnen wir mal mit dem Thema, was wir heute ausgesucht haben, und zwar das Thema 3D-Ebenen. Das ist in After Effects auch eine wichtige Komponente, weil man in das Programm eben auch 3D-Animationen durchführen kann. Und wie so eine 3D-Ebene mehr oder weniger erzeugt wird oder wie man das Ganze dann auch verwendet, das schauen wir uns heute einfach mal an. Und zwar erstellen wir jetzt erstmal einen Text, in dem Fall, indem wir auf das Text-Symbol da oben klicken und dann hier einfach was reinschreiben. In meinem Fall schreiben wir einfach mal meinen Nachnamen. Natürlich könnt ihr da auch was anderes schreiben, wenn ihr das selber ausprobiert. Diese Ebene sieht man hier unten jetzt mal als Textebene. Und das Ganze jetzt in eine 3D-Ebene zu verwandeln, ist eigentlich relativ einfach. Es gibt nämlich hier oberhalb unserer Ebene, wo die ganzen Ebenen eben dann aufgezählt werden, die Möglichkeit, das Ganze in eine 3D-Ebene zu verwandeln. Und zwar ist es dieser Würfel da. Und wenn ich jetzt sehe, habe ich hier drei so Kästchen und da unter dem Würfel, dieses Kästchen, das aktiviere ich jetzt einfach mal. Und wenn ich da drauf klicke, dann seht ihr, das Ganze ist jetzt eine 3D-Ebene geworden. Was heißt das Ganze jetzt? Wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, dann sieht man plötzlich ein zusätzliches Feld, das nicht da ist, wenn ich den Würfel nicht aktiviert habe. Das Ganze nennt sich Materialoptionen und das bezieht sich jetzt darauf, was diese 3D-Ebene denn jetzt eigentlich alles machen soll. Ob sie einen Schatten zum Beispiel wirft. In After Effects ist es möglich, dass zum Beispiel 3D-Ebenen auf andere 3D-Ebenen Schatten werfen. Das schauen wir uns in einem anderen Tutorial an. Dann die Lichtübertragung, empfängt, bla bla bla, empfängt Licht. Das ist auch eine wichtige Komponente. Die ist standardmäßig ein. Kann ich auch mal vorführen, warum. Denn es gibt ja in After Effects die Möglichkeit, Lichter oder besser gesagt Beleuchtung zu integrieren. Und wenn ich jetzt hier mal in dieses Feld rechts klicke, dann kann ich hier neu machen und dann mal ein Licht definieren. Das klicke ich jetzt einfach mal an und dann kann ich hier auswählen, welche Farbe das Licht haben soll, welches Licht es ist. Punktlicht, Spotlicht, Parallel. Schauen wir uns ein anderes Mal an. Nehmen wir jetzt einfach mal für diesen Zweck Punktlicht, klicken da drauf. Und jetzt sieht man, dass sich die Farbe des Textes leicht geändert hat. Liegt jetzt daran, weil er jetzt die eigene Beleuchtungsinformationen nicht mehr aus sich selber raus generiert, sondern das Licht hier als Bezugsquelle definiert wird. Wenn ich das Licht jetzt hin und her schiebe, dann sieht man, dass der Text sich, je nachdem, wo das Licht ist, anders beleuchtet. Und das ist auch ein Vorteil von After Effects. Man kann also verschiedene Beleuchtungen hier einsetzen. Und das Licht kann ich jetzt ändern, wenn ich jetzt sage, in den Lichtoptionen, nee, ich will das jetzt nicht weiß haben, sondern ich will das rot haben. Und klickt dann auf OK, sieht man, dass der Text auch rot wird. Das ist eine Eigenschaft von 3D-Ebenen. Eine andere Eigenschaft von 3D-Ebenen ist, wenn ich also auf das Transformieren-Tool gehe, habe ich, wenn ich eine 2D-Ebene habe, nur eine gewisse Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Aktiviere ich aber das 3D-Symbol, habe ich plötzlich auch eine Z-Drehung mit drin. Also nicht nur X, Y, sondern auch Z. Und wenn ich jetzt dieses Objekt drehe in den verschiedenen Ebenen, dann sieht man, dass man also das Objekt tatsächlich dreidimensional bewegen kann. Ja? Vielleicht sollte ich mein Licht ein bisschen heller machen, weil sonst sieht man das nicht. Und das funktioniert in den Lichtoptionen, in der Intensität. Wenn ich das Ganze dann hochdrehe, sieht man, wird der Text auch heller. Ja? Hier nochmal zu unseren Drehungen zurück. Also wenn ich das jetzt drehe, dann sieht man, dass auch eine dreidimensionale Platzierung des Textes möglich ist. Hat natürlich Vorteile, wenn man jetzt bestimmte Animationen durchführt, dass das Ganze dann auch sichtbar ist. Was kann man noch mit einer 3D-Ebene machen? Man kann Rechtsklick in dieses Feld hier, also neu generieren, eine Kamera generieren. Wenn man da nämlich draufklickt, dann kommt dieses Symbol, dann wird man gefragt, wie soll die Kamera denn eigentlich ausschauen? Das ist für den Anfang vielleicht noch gar nicht so interessant, dass man sich damit beschäftigt. Wenn man da 50 oder 35 mm nimmt zum Beispiel, dann ist das schon ganz okay. Wenn man das also auswählt, dann habe ich hier die Kamera und dann habe ich hier die Transformationsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt hier, wer das Tutorial Animation gesehen hat, funktioniert bei der Kamera ähnlich. Wenn ich hier also die Ausrichtung und die Position definiere und dann hier ein bisschen rübergehe und dann diese Werte ändere, dann sehe ich, bewegt sich der Text in einer gewissen Animation, in einer dreidimensionalen Animation. Und wenn ich das Ganze dann abspiele, dann haben wir also schon die Grundlinien oder die Grundfähigkeiten erkannt, was dieses Programm eigentlich dann ausmacht, nämlich auch in einem dreidimensionalen Raum Animationen durchzuführen. Das war jetzt einmal Einsteiger-Thematik 3D-Ebenen.
wie man 3D-Ebenen dann verwendet, was man damit genau machen kann und wie man das Ganze dann auch in bestimmten Animationen einsetzen kann, in einem anderen Tutorial. Das war jetzt erstmal, was ist eine 3D-Ebene, wie aktiviere ich das Ganze und was kann ich eigentlich primär damit machen. Danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit After Effects.